Hallo und herzlich willkommen zurück bei Judo für Kinder. Das ist die Nicole. Hi. Ich bin der Freddy und das ist der Eddie. Genau. Wir drei zeigen euch heute die Fallschule rückwärts. Wie gesagt, heute geht es um die Fallschule rückwärts. Und wie wir die machen, das zeigt uns jetzt die Nicole. Und der ich und der Eddie, wir gucken mal dazu. Kann ich gerne machen. Ja, also zunächst gehen wir in die Hocke. Hände übereinander, Kinn auf die Brust. Ganz wichtig, weil wir uns den Kopf nicht wehtun. Ne? Dann lassen wir uns ganz gemächlich nach hinten fallen und schlagen ganz laut die Matte. Ganz wichtig, Kopf bleibt immer mit Kinn auf die Brust. Okay? Genau. Wenn Nicole nach hinten fällt, macht sie ihre Beine im rechten Winkel. Nochmal. Die Beine bleiben auch so und ihre Hände sind ungefähr, ja, 45 Grad. Sind sie jetzt nicht ganz? Genau, das ist ein bisschen mehr 45 Grad. So. Ja, das ist Fallschule rückwärts ohne Rollen. Wenn du magst, kannst du das zum Beispiel mal versuchen, zuerst mit einer weicheren Matte zu machen oder mit einer Bank und mal ein bisschen austesten, wie sehr du dich das traust, schon aus einer gewissen Höhe zu fallen. Mal zur Übung. Wir haben jetzt ein bisschen weichere Matte ans Ende der Bank gelegt. Damit das ein bisschen weicher ist, dann brauchst du auch nicht, dich nicht davor zu fürchten. Auch wenn Fallschule an sich überhaupt gar nicht wehtut, aber es ist vielleicht ein bisschen komfortabler für dich. So, die Nicole macht jetzt dasselbe, was wir gerade gemacht haben, aus einer gewissen Höhe. Ja, wir haben jetzt ein bisschen die Bank dahingestellt. Sie macht aber genau dasselbe, was sie vorhin auch gemacht hat. Kinn auf die Brust, Hände übereinander und dann lässt sie sich einfach nach hinten plumpsen und haut ganz fest in die Matte. Genau. Dankeschön. Vielleicht fällt dir das Abschlagen ein bisschen schwer, sodass du vielleicht die Hände nicht neben den Körper bekommst, sondern dass sie irgendwo auf halb acht sind. Deswegen haben wir eine kleine Übung für dich. Und zwar spielen wir jetzt We Will Rock You auf der Tatami-Matte. Ja, kennst du vielleicht? Ja, der Takt geht ja. Mach mal mit. Genau, und das machen wir jetzt mit der Fallschule. Das heißt, zweimal abschlagen und in der Mitte einmal klatschen. Auf geht's. Machen wir einfach so. Du bist auch irgendwie rein. Ja! Das war zugleich auch unser Spiel für heute. Und das könnt ihr sogar zu Hause, zum Beispiel im Garten auf dem Rasen spielen. Ja, das ist wirklich sehr schön, sehr harmlos, da passiert auch nichts bei. Das könnt ihr sogar zu Hause machen. Ganz wichtig, sucht euch dafür einen schönen weichen Untergrund und genau, einen angemessenen Spielgefährten. So, ja, ansonsten verabschieden wir drei uns und wünschen euch viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann in der nächsten Woche.